Hallo und herzlich willkommen hier bei uns auf dem Kanal Denea Energy mit mir, dem Ralf. Und heute ist wieder Montag. Und montags mache ja ich wieder irgendeinen Blödsinn für euch. Und wir haben ja letztens die, Bioshock-Trilogien alle samt durchgezockt. Und dementsprechend brauche ich was Neues. Und was bietet sich denn jetzt denn Besseres an, als da ja am Donnerstag die WM beginnt, hier einfach mal das WM-Update von FIFA 18 mal herzunehmen. Und ich habe mir da jetzt was gedacht. Und zwar, ich gucke ja sowas immer gerne selber, diese Orakel. Und das Problem ist an den Orakeln, wenn ich keinen Partner habe, mit dem ich die spielen kann, wäre das ja Blödsinn, wenn ich das spiele. Deshalb würde ich das jetzt so machen. Es gibt 4 Orakelspiele am Anfang. Ich werde das Eröffnungsspiel orakeln und die 3 Spiele von der deutschen Mannschaft, also gegen Mexiko und so weiter. Diese Endergebnisse lasse ich von dem PC spielen. Also ich selber greife nicht ein. Ich stelle die KI auf Maximum und lasse die beiden KIs gegeneinander spielen für 5 Minuten pro Halbzeit. So werde ich das jetzt dann einstellen. Und das Spiel, das werde ich mir notieren und die Videos werden auch separat nochmal hochgeladen als einzelne Videos. Also ich nehme das hier alles auch noch nebenher noch auf. Und dass es sozusagen ein Orakel zur WM gibt. Wenn dann unsere deutsche Mannschaft weiterkommt, gibt es natürlich auch zum Viertelfinale ein Orakel, zum Achtelfinale, Halbfinale, Finale, je nachdem wie weit wir halt kommen. Das Finale werde ich definitiv orakeln, egal wer da antritt. Da natürlich das nicht relativ schnell abgeschlossen ist, werde ich dann danach selber ein normales WM-Spiel spielen, aus meiner Perspektive der deutschen Mannschaft. Da, und das ist dann in dem Sinn dann kein Orakel, sondern das ist dann der normale Stream. So habe ich mir das vorgestellt. Muss ich kurz die Excel-Liste nochmal aufrufen, weil ich gucken muss, in welchem Stadion wir als nächstes spielen. Und zwar gegen Schweden im Fischstadion in Sochi. Und wir sind wieder heim. Bloß weil ich jetzt mit Maus gespielt habe, oder gelinkt habe, heißt es nicht, dass ich hier steuere. Da, gegen Schwede. Bam. Im Fischstadion. Da. Schauen wir mal, ob wir es in der zweiten Runde besser können. Ja, Rost, ich befürchte das nämlich auch. Dass wir gegen Mexiko so spielen werden. Anhand der Leistung, die wir... Oh, das Shadow sieht geil aus. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Freundschaftsspiel von Wolf Fuß und Frank Buschmann. Länderspiele sind für die Profis immer etwas Besonderes. Klar, in einem Testspiel geht es um nichts, aber zumindest können sich die Spieler hierfür mehr empfehlen. Heute sehen wir die DFB 11 gegen Schweden. Wir erinnern uns natürlich gerne an die WM in Deutschland. 2006 war das. An diese tollen Spiele, an diese tolle Atmosphäre. Ola Schwede. Ja, wer das erlebt hat, Wolf, der wird so schnell nicht wieder vergessen. Schauen wir mal, wann wir die nächste WM in Deutschland haben werden. Es wird noch ein Weilchen dauern. Erstmal sind ja andere Länder dran. Da jubeln sie schon. La 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 la. Schön. Nee, ich spiele nicht Ross. Noch nicht. Weil sonst wäre es ja kein Orakel. Weil wenn ich ja aktiv spielen würde, dann würde ich das Ergebnis ja beeinflussen. Das ist ja der Witz an dem Orakel. Knapp 47.000 Zuschauer gehen rein in das Fischstadion. Ja, und wir haben schon beim Confederations Cup erlebt, was hier los ist, wenn es voll ist. Eine Riesenstimmung.
Deutschland. Das ist die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Oh, er nimmt nur die gleiche Aufstellung. Auch wenn sie nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Eros, das ist ja, wie gesagt, eins der Sinn von dem Orakel, dass ich nicht die Finger im Spiel habe. Ich hätte gern die komplette WM so gespielt, aber das lässt das Game nicht zu. Deshalb muss ich das so machen über diese Freundschaftsspieloption. Aber ich kann es ja zumindest so machen, dass ich die Spiele zumindest in dem richtigen Stadion spielen lassen kann. Weil es sind ja alle WM-Spielstadien drinnen im Patch. Das ist jetzt wurscht. Jetzt zählt nur noch die Leistung auf. Genau. Deutschland muss jetzt Leistung bringen, denn im letzten Spiel gegen Mexiko haben sie 0:1 verloren. Mal sehen, ob das besser wird. Weil wenn sie hier jetzt auch verlieren, dann können sie eigentlich schon fast die Koffer packen. Thomas Müller. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Und ich erinnere dann noch an die Schlappe gegen Schweden, die wir zuletzt erlebt haben. Ja, könnte gefährlich werden hier. Der war abseits. Die Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Okay. Gustav Svensson. 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 Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Gut gemacht, Boateng. Hey, der zieht an deinem Trikot. Thomas Müller. Jetzt groß. Fängt diesen Ball. Na, der Rückpass war dumm. Na, der Ross fängt jetzt auch schon an zu predikten. Groß. Jetzt Müller. Müller. Guter Zweikampf. Gustav Svensson. Svensson. Oh. Entscheidet auf Foul. Das war Foul. Böses Foul. Da holt er den Ball zurück. Gustav Svensson. Und den spielt er gleich wieder zurück. Schweden kommt jetzt. Schussversuch. Kein Tor. Das war schon hart, das Ding. Da hat nicht viel gefehlt. Wäre der rein, wenn er nicht gehalten hätte? Oder zumindest abgelenkt. Da hat ihn ja nicht gehalten. Jetzt hier Markus Berg. Ganz knapp über die Latte. Ah, fast drin, deswegen. Was für Kopfball. Da zittert schon der deutsche Latten. So knapp am Rost vorbei, schon zum zweiten Mal. Oh. Ross, ich glaube, das sieht eher andersrum aus. 1:2 für Schweden. Kimmich. Thomas Müller jetzt. Und jetzt Toni Kroos. Vielleicht geht jetzt was für Deutschland. Spielt den Ball direkt zurück. Oh. Was war jetzt das? Der Ball viel zu lange bei sich behalten. Schnellen Blick auf diese großartige Rettungsaktion des Torhüters werfen. Das ist was für mit der Handkante hat er ihn erwischt. Deutliches Signal an den Gegner. An mir kommt keiner vorbei. Das werden wir sehen. Groß mit der Reingabe aus Draxler. Der war nett. Ecke durch Mesut Özil. Hey Kev. Der wäre reingegangen. Oder?
dachte, jetzt kommt doch mal eine Wiederholung. Özil führt aus. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Gute Aktion, da ist die Flanke. Da passt er auf. Hallo, Sirio. Groß. Das könnte eine Gelegenheit werden. Thomas Müller. Bald schon wieder weg, gut gemacht. Wie, was ich mir angucke. Groß. Ich lasse FIFA 18 die WM orakeln. Zurück, guter Doppelpass. Weil wenn ich selber eingreifen würde, würde das ja das Ergebnis verfälschen. Das Orakel hat schon vorausgesagt, dass Deutschland gegen Mexiko 0-1 verlieren wird. Mal sehen, wie das hier gegen Schweden ausgeht. Draxler. Nun Kurs. Danke, Cirilo, für dein Abo. Willkommen in der Community. Deshalb sage ich ja, das ist ein Orakel-Stream. Zumindest nur die Vorrunde für Deutschland. Sprich, wir sind jetzt im zweiten Match von Deutschland. Und nachher mache ich noch das dritte. Und dann werde ich selber die WM spielen. Also selber mit der Hand anlegen. Deutschland bekommt hier den Vorteil. Deutschland mit Drang nach vorne. Aber in dem Fall lasse ich die KI spielen. Ich habe sie auf legendär gestellt. Die Spielgeschwindigkeit auf schnell. 5 Minuten pro Halbzeit. Und lasse die beiden KIs gegeneinander kämpfen. Gustav Svensson. Kasson. Kann sein. Ich habe von der E3 noch nichts gesehen. Weil ich bis jetzt noch keine Zeit hatte. Ja, da ist Platz jetzt. Deutschland lässt gerade viel zu viele Chancen zu. Das geht so nicht. Groß. Draxler. Aha, Ross. Jetzt groß. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Forsberg. Rankvist. Sebastian Larsson. Jetzt müssen Sie aufpassen. Reguläre Spielzeit ist oben, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten oben drauf. Thomas Müller. Groß. Groß rennt vor, aber die Leute kommen nicht nach. Abspielstation. Da war Schluss mit lustig. Timo Werner. Müller. Null zur Pause. Also ich bin da mal realistisch. So wie die deutsche Mannschaft aktuell spielt, wäre es wirklich ein Wunder, wenn sie in das Achtelfinale kommt. Zurzeit spielen sie nicht wirklich gut, sie haben ihre Form noch nicht gefunden und ihre Linie noch nicht. Schweden kommt jetzt. Schussversuch. Kein Tor, Neuer hat ihn. Der Ballbesitz hat ganz klar Deutschland mit 63%. Mal sehen, ob wir es in der zweiten Halbzeit noch hinbekommen. Weil wenn wir das Spiel nicht gewinnen, dann ist es eigentlich schon durch mit der Vorrunde. Klar kommt es ja noch darauf an, wie die anderen spielen, aber... wird schwierig. Draxler, ganz stark vom Torwart. Den Eckstoß tritt Toni Kroos. Ui. Ecke Kroos, gute Hereingabe, vielleicht die Chance. Schön gemacht, jetzt die Flanke. Ah, verstolpert. Die deutsche Mannschaft bekommt den Einwurf.
Hector. Da muss ich sagen, muss Löw wissen, was er macht. Jetzt geht Ira. Timo Werner. Schuss! Thomas Müller! Es bleibt also beim 0:0. Wenn er meint, ich weiß nicht, ob es ich gemacht hätte. Da steht die Abwehr sicher. Ball bei Özil. Ballverlust. Du, wenn du in Deutschland ein Deutschlandspiel anguckst, kennst du nichts anderes. Gustav Svensson. Svensson. Er bekommt Hilfe. Die Schweden sind ja eindeutig besser. Also, die machen aus ihren kleinen Möglichkeiten einfach mehr. Deutschland macht aus seinen Möglichkeiten einfach de facto nichts. Die schlafen. Führe lässt laufen, Vorteil Schweden. Fängt diesen Ball ab. Da. Rückpass im eigenen Raum zum Gegner. Da ist die Hereingabe. Hereingabe kam gut. Okay, das stand das nicht so toll. Jetzt Müller. Die spielen einen Murks zusammen. Groß. Das Problem ist, unsere richtige deutsche Mannschaft spielt gerade nicht wirklich besser. Das könnte eine Gelegenheit werden. Berg. Ja gut. Das war ungefährlich. Der war zu schwach vorgelegt. Jetzt ist der Ball weg, kein gutes Zuspiel. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Thomas Müller jetzt. Eieiei. Kimmich. Groß am Ball. Die DFB 11 greift hier an. Und da ist aus. Müller raus, Draxler raus, Sani und Brandt rein. Ecke getreten von Özil. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Emil Forsberg. Toivonen. Wird das eine Torchance? Ah, abseits. Hier sehen wir nochmal, dass es eine sehr, sehr enge Entscheidung war, aber sehr gut gesehen vom Schiedsrichter gespannt. Boah, das war aber haarscharf, ey. Geht jetzt was für Deutschland. Den Ball leitet. Ja, ja, schon klar. Das nicht falsch verstehen, deshalb, das ist ja nur ein Orakel aus Jux. Aber es ist schon erschreckend, wie nah dran das teilweise schon ist, wenn ich mir die letzten Spiele so angucke. Und die KI macht ähnliche Fehler. Jetzt könnte es gefährlich werden. Wird das jetzt ein Tor? Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Oh. Er geht abseits. Gündogan kommt rein. Ja, endlich. BL vom Ball in dieser offenen Partie steht unentschieden nach wie vor. Er versucht's. Was für eine Szene. Und schon ist da mehr Pfeffer dahinter. Gefühltechnisch brillant gemacht, aber eben kein Tor. Mein Gott, war das knapp. Die Schweden wechseln. Mal schauen.
Wir haben noch 9 Minuten Spielzeit. Schauen wir mal, was noch draus wird. Oder ob wir uns hier tatsächlich unentschieden trennen. Wäre zumindest ein Punkt. Er geht dazwischen, das hätte es sonst sein können. Das kann gut sein, Kev. Das wäre sonst eine gute Gelegenheit gewesen. Timo Werner. Also ich bezweifle stark, dass wir den ersten Platz kriegen. Also das bezweifle ich sehr stark. Wir müssen froh sein, wenn wir wenn wir auf den zweiten Gruppenphasenplatz kommen. So sehe ich das. Aber wir sind ja eine Turniermannschaft. Waren wir immer. Und häufig waren unsere Vorbereitungen nicht so wirklich gut und da war das Turnier dann doch passabel bis gut. Ob man einfach mal ab. Aber aktuell sehe ich da die Anzeichen nicht. Jetzt die Gelegenheit. Da endlich! Da ist das Führungstor. Wichtiges psychologisches Tor. Das hat er stark mit dem Innenriss gemacht. Er kann es eben auch mit Gefühl und Technik. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Schön gemacht. Und da kassieren sie doch noch den Gegentreffer. So kurz vor Schluss. Jetzt müssen sie alles nach vorne werfen und irgendwie noch den Ausgleich erzielen. Wie viel Nachspielzeit wird es geben? Zwei Minuten, drei Minuten? Das muss Freistoß geben. 3 Minuten. Und Freistoß. Sauber weggefaustet vom Neuer. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Werner. Kev, ich glaube auch nicht, dass wir das schaffen werden. Ganz ehrlich. Wenn ja, wäre ich sehr überrascht. Los, Sané! Ach komm. Foul und Freistoß für die DFB-Auswahl. Oh, hau rinne! Ilkay Gündoğan! Na? Und damit trennt sich Deutschland und Schweden 1:0 für uns. Sie gewinnen zwar, aber das Ergebnis überrascht dann doch. Ja, wir hatten ein eindeutigeres Resultat erwartet, aber... Ja, das auf jeden Fall. Eindeutiges Resultat. Aber die Schweden haben einfach aus ihren Möglichkeiten mehr gemacht, quasi. Ja, der hat das Spiel entschieden mit seinem späten Treffer. Das ist natürlich das Entscheidende. Jo,